Was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Dampfwolle. Lange nicht gesehen, aber heute kommt jetzt endlich, was ich auch schon angekündigt habe in dem letzten Video, das In-Deep-Review hier zu dem neuen Klimp-Pod-System, das man hier hat und einmal die Klimp-Einweg-E-Zigarette. Ich werde euch noch mal ein bisschen genauer was dazu erklären und dann werden wir das auch probieren. Das heißt, wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal hier an, bei mir auf dem Tisch und dann gucken wir noch mal nach dem Geschmack. Bis gleich. So, heute nochmal im In-Deep-Review hier zu dem Klimp-Pod-System, das ich hier habe. Ich zeige es euch jetzt hier erstmal. Das ist das Klimp-Pod-System an sich. Ohne Pod jetzt, ihr seht es, hier steht es auch, Klimp-Pod. Hier unten ein USB-C-Anschluss zum Aufladen. Und hier oben seht ihr den Schacht für die Pods. So einfach ist es hier. Kommt in dieser Verpackung hier, der einzelne Stick. Hier steht es auch nochmal, nicht Einweg, sondern Mehrweg, E-Zigarette, Klimp, schnelles Laden, USB-C-Anschluss, 500 mAh Lithium-Ionen-Batterie und ja, hier unten auch wieder aufladbarer Akku, 500 mAh Kapazität und USB-C-Anschluss wird für die Klimp-Pod-E-Zigarette verwendet. Das Produkt kann nur in Kombination mit Klimp-Pod-Kartuschen verwendet werden. So, dann haben wir hier einmal die ganzen Sachen. Klimp-Pod-Kartuschen sind separat erhältlich. Hier nochmal ein QR-Code und designed in Berlin. Also das Ganze ist ein deutsches Produkt, designed in Berlin hier. Und so sieht die Verpackung von den Pods aus. Sehr ansprechend. Direkt erkennbar, nach was es hier schmeckt. Watermelon Eis in dem Fall, 20 Milligramm Nikotin. Zwei Pods sind drin, also 2x2 ml. Insgesamt 1200 Züge. Ja. Das ist es auch schon. Dann schauen wir hier mal rein, wie die Kartuschen aussehen. So. Und hier haben wir die. Also zweimal Watermelon Eis. Einen mache ich raus. Blub. Und hier seht ihr, hier steht es auch nochmal drauf. Sehr gut. Also wenn man mal mehrere Pots hat und irgendwie wechselt, hat man hier auch dann wirklich nochmal stehen, nach was es schmeckt. Nicht, dass man das dann eventuell verwechseln kann. Das kann ja auch mal passieren, wenn es nicht draufsteht. Man hat mehrere dabei, will man den Geschmack wechseln, dann muss man erstmal schauen, nach was schmeckt es. So, das sind die Sicherungen. Einmal hier oben und unten rausmachen. Das ist der Pod an sich. Ihr seht, das ist so ein, ja, wie so eine Art, ich weiß nicht, was das genau ist, wie so ein Schaumstoff, der vollgesaugt ist mit dem Liquid. Und das Ganze kommt dann hier ganz easy in das Pod-System rein. So sieht es jetzt aus. Ich werde es euch dann gleich noch mal in einer anderen Ansicht dampfen, wie es schmeckt, wie der Zug ist. Aber das ist jetzt erstmal so das Gerät an sich. Sehr einfach aufgebaut. Also ihr habt hier ganz einfach die Pods zum Wechseln. Könnt ihr hier reinmachen, wieder rausmachen und unten USB-C wird es aufgeladen. Und das ist eigentlich auch schon alles. Für die Leute, die aber trotzdem lieber Einweg priorisieren, gibt es auch von Klimp hier die Klimp Einweg-E-Zigarette. 800 Züge, 3 Zug, einen Ausschaltung. Cotton Candy ist hier der Geschmack. 800 Züge, ja, 1,7% Nixhold. 2 ml auch als Füllstand. Und wir haben hier auch designed in Berlin. Klimaneutral sogar. Und ja, natürlich ab 18, keine Schwangeren und so weiter. Hier steht es auch nochmal Einweg. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Dann seht ihr das, wie das hier aussieht. Hier in so einem kleinen Tütchen, dass es auch frisch bleibt, nicht ausläuft. So, jetzt machen wir das Ganze mal auf. Wo geht es hier auf? Ah, hier unten ist es. So. Da haben wir die Klimp drin. So sieht die aus. Cotton Candy ist jetzt hier der Geschmack. Auch hier wieder so ein Stöpsel, den man rausmachen kann. Hier steht es auch nochmal drauf. Zuerst einschalten, innerhalb von 2 Sekunden dreimal kurz an der Klimp ziehen. Jetzt, während ich das Video hier aufnehme, merke ich schon den Geruch, der mir hier hoch in die Nase steigt. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Cotton Candy. Und ja, dieses Gerät ist hier unten nochmal gesichert. Und es ist eine typische klassische Einweg-E-Zigarette. Also sie ist nicht wieder aufladbar. Sie ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt und dann zur Entsorgung. Wir werden das gleich auch nochmal testen und dampfen. Aber so habt ihr schon mal einen Einblick, wie das Ganze hier aussieht.
Cotton Candy, einmal die Einweg-E-Zigarette Klimp und dann haben wir hier noch das Klimp-Pod-System für alle, die gerne Pods tauschen, wechseln wollen, auch ein bisschen kostengünstiger fahren wollen. Wobei ich sagen muss, die Preise sind gar nicht schlecht bei dem Pod-System. Haben wir hier wirklich für beides eine Alternative. Es gibt auch jetzt noch einen kleinen Spoiler, kann ich machen. Neue Klimps, aber die werde ich nochmal separat vorstellen. Und ja, da werde ich dann in einem anderen Video was dazu sagen. Also, wir probieren die jetzt einfach mal aus. So, jetzt habt ihr es ja gesehen, ich habe das ausgepackt. Watermelon Eis haben wir jetzt hier drin in dem Pod und ich werde den jetzt einfach mal probieren. Und wie ich schon gesagt habe, was ich daran echt gut finde, ist, wir haben hier einen echt gut strammen Zug, jetzt nicht so ultra offen. Wir haben eine gute Leistung, guten Geschmack, hebt sich nochmal deutlich ab, so von den ganzen Elfbar-Geschichten, die ja alle irgendwie so ein bisschen einheitsmäßig schmecken, einfach nur pappsüß und pappkalt. Das ist hier nicht so der Fall, also wir haben hier schon, sage ich mal, gute, normale Geschmäcker, richtig gute, die nicht zu kalt sind oder die nicht irgendwie komplett einfach nur in Süßstoff ertränkt sind. Und wow, jetzt kommt ganz schön die Sonne raus. Das ist hier echt gut. Die Pods halten lange. Ich habe schon getestet, ich habe andere Sorten noch gehabt. Waldbeere war das, glaube ich. Also so ein bisschen rote Früchte mäßig und auch andere. Und die haben echt bis zum Ende gut geschmeckt. Also es kam nicht vor, dass die irgendwie vorher verkohlt sind. Mir kommt es ein bisschen vor, als hätten die ein bisschen mehr Leistung auch. Als zum Beispiel so eine kleine Elfbar. Und allgemein vom Geschmack kann ich echt nichts dagegen sagen. Also wirklich gute Geschmäcker. Und das Ganze gibt es auch nochmal hier als Einweggerät für den einen oder anderen, der natürlich immer noch Einweggeräte gerne bevorzugt. Haben wir hier Cotton Candy. Achso, ich muss erstmal einschalten. Tatsächlich ein ziemlich ähnliches Mundgefühl und vom Zug her. Cotton Candy. Gut, kann man jetzt schwer beschreiben. Cotton Candy, Zuckerwatte. Süß. Bisschen dieses Zuckerwattige, diesen Candy-Geschmack. Schwer zu erklären auf jeden Fall. Aber vom Zug her fast genau gleich. Hier ist noch ein Ticken strammer. Aber allgemein nehmen die sich nicht viel. Also ich würde sagen, diejenigen, die sich einfach mal ein Einweggerät holen wollen, weil sie ab und zu nur dampfen oder irgendwie nur auf einer Party, sind die wirklich auch vergleichbar mit dem Klimp-Pod-System. Das hier ist für Leute, die es eher, sage ich mal, im Dauergebrauch haben, wo es dann auch irgendwann auf den Preis ankommt, wo man sagt, okay, zwei Pods hier in dieser Schachtel sind einfach günstiger, wenn man sich die nachkauft, auch nachhaltiger, wenn man das Gerät und den Akku natürlich behält und das Ganze hier so benutzen kann. Im nächsten Video werde ich euch noch einen Vergleich machen, weil es gibt noch eine neue Version von diesen Klimp-Einweggeräten und da werden wir das Ganze auch mal in einem Vergleich ziehen mit einem anderen namhaften Produkt und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf mit derselben Geschmacksrichtung. Also schaltet auf jeden Fall beim nächsten Video wieder ein. Und ja, mehr gibt es nicht dazu zu sagen eigentlich. Das war jetzt nochmal der genaue Blick darauf, auf die Daten, Züge und so weiter, ja, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne hier in die Kommentare. Und ansonsten, ja, checkt Instagram aus, Kevin Wei Official, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao.